Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Gleich auf 4 wieder on stream und so. Charakter, das werde ich nicht ich sein. Wenn du mich wieder siehst. Oh, ich werde heute meine Schwester wahrscheinlich wiedersehen, ne? Oh, nie Glück. Das haben wir auch schon gehört, glaube ich, ne? So, wir gehen. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it, you cut away the strings. Ich glaube, dabei haben wir unsere Schwester verloren. You hesitate. Übrigens, keine eiskalte Schokolade. Nothing is ever easy. When the tide rises, you give in. You choose the easy way out. Ah. Da endet's. Haben wir unsere Schwester getötet? Durch Fehlentscheidung? Wenn ich jetzt hier abziehe. Okay. Gut. Ab in die. Oh Gott, ich habe keinen Bock. Ich glaube, das haben wir uns auch schon angesehen, ne? So ein Drache, oder was ist das geworden? Look up in the stars. Und schwimmt was. Hab ich doch noch versenkt. Wunderbar. Ich habe ja auch fast alle Poster gefunden, ne? 3 Stück fehlen, die wir vielleicht sogar im nächsten Durchgang finden könnten. Von diesen Dingern habe ich noch nichts gefunden. Na dann, fehlt der Kopf. Flamme, Wahrheit, Verwandlung, der Tür fast gerade durchbrechen, hier und jetzt, für immer, in der Schleife, wer lebt, wer stirbt, wer zum Teufel bin ich, er, sie, wir, durchgestrichen, ich. Könnte das aber die letzte Rolle sein? Ich habe danach echt keinen Bock mehr. Abschuss. Stretching into eternity, restless, roaring, terrifying. For years he has learned to hide, to flow with the tide, to pretend, to be one with the void. But now that a flame has been lit, he knows. Too soon to let go. Too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. He stares
5. Für immer. Ich denke mal, geht's gerade los. Also das Spiel haben wir schon, wir starten, glaube ich, jetzt, ich denke mal, den letzten Durchgang. Also starten gerade einen Durchgang des Games, ja. Aber es ist schon recht am Ende. Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. Herzki, was geht? Kuss zurück. Ist das so ein bisschen der Raum, den wir hatten bevor? Bitteres Gefühl. Oh, nicht Glück. Bitteres für die Verbitterten. Das ist mir gerade in den Händen, kommt immer weiter auf mich zu, ne? Game, ja. Layers of Fear 2. Persönlich Layers of Fear 1. Eines der schönsten Spiele, was ich bisher gespielt habe. Der erste Teil. Der zweite Teil bisher ist so ein bisschen, finde ich, immer noch gruselig. Bitteres für die Verbitterten. Machst mir langsam Angst, Ruth. Aber. Ach, jetzt ist er aufgewacht plötzlich nicht. Jetzt muss ich wieder. Du musst halt so viel vom Monstern abhauen. Das musst du dann im ersten Teil nicht. Oh, hier war ich doch schon. Ich laufe die ganzen Orte nochmal, die ich schon durchlaufen habe. Das sind doch die ganzen Räume, die wir doch im ersten. Achso, ich hab gleich, ich muss rennen. Ich habe mitgerechnet, dass ich rennen muss. Hallöchen. Habe ich dich hier aufgeweckt, Digga? Habe ich sie geweckt? Ich hatte Matchern gefragt, ob er morgen Bock hat, vielleicht zu übernehmen. Komm schon, letzter Durchgang, das schaffen wir auch noch. Ah, so. Alles gut. Ich könnte morgen spontan entscheiden, bleibe ich morgen. Mal gucken, wie es morgen früh geht. Aber ich würde dir morgen sonst einfach schreiben. Hier waren wir doch überall, ne? Das sind alles nochmal Räume, nur halt immer unter Wasser, wo wir schon waren. Warte. Was war das? Zweimal kurz? Ne. Räume, die wir schon hatten. Das finde ich gerade ganz cool, eigentlich. Und wieder zu. Und tschüss.
Wir sind ja, also das Boot, also ich versuche gar mal die Story zu machen. Entweder tun wir das, wenn wir ein Schauspieler, oder wir sind ein Schauspieler geworden, nachdem wir unsere Schwester verloren haben, die... Wir sind auf dem Boot gewesen, weil wir abgehauen sind vor unserem Vater, der ein verrückter Spinner war, und unser Boot ist untergegangen, wir haben dabei unsere Schwester verloren. Ich denke, das ist aktuell die Story. Und danach, jetzt sind wir quasi immer noch so einfach, nennen es vielleicht mal Depression, wo ich das Wort hasse. Wie lange ist das her? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen, ich verliere die Kontrolle, werde immer dünner, während es immer weiter wächst und es lässt nicht los. Wünsche ich, würde auch immer dünner werden. Aber ich brauche jetzt gerade, also für die Leute auch gerade auf YouTube und so, ich habe gerade Schokolade neben mir stehen, so kalte Schokolade, weil ich habe gerade so Kopfschmerzen gehabt und so viel Zuckerentzug. Ich habe das Wasser getrunken, das war schon 2 Gläser Wasser. Eine Kopfschmerztablette gefressen und ein bisschen Schokolade jetzt einfach so wissen. Ja, Ahnung, es geht wieder. Einigermaßen. Ich fällt da runter. Fällt nicht runter? Ich bin ja jetzt runter, fällt's. Hier waren wir auch schon im Raum. Poor little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. An anchor dragging me down. Immer dieses Monster dabei, ne? Das versaut mir das ganze Spiel. Ich will doch nur den Grusel erleben und nicht gejagt werden. Wenn ich gejagt werde, spiele ich Outlast, Alter. Hm, hier ist nix. Alles schon mal Räume, in denen wir waren. Gefühlt. I guess I never had a chance, did I? Neither of us did. We never should have lived this long. Forever is a very long time. Sometimes it's better not to be. Oh, warum sind wir denn ein Kind, Alter? Warum kann ich nicht ein Wildschwein sein oder so? Das sind, glaube ich, wir, also das sind wir selber. Only you, whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You cannot help me. Not anymore. Ah, das ist einfach hier plötzlich. Das hier. Die Hexe aus Dingens. Aus dem Lebkuchenhaus. Hat den Jungen einfach verbrannt. Kann ich da was finden, Anne? Kann ich aufmachen? Hallo? Nee. Kann ich nicht. This was to be my final work. To reclaim what was lost. Alter, Big Brother. To let go of the stolen fire. Fahr runter. To reignite the true flame. But now the spark. It is almost gone. It is lost. Hopeless. Just like. Brother, bitte sei ruhig. Ich hab echt ein bisschen. Das fällt mir eher. Wenn ich hab schon ein bisschen gruselig. Oh, Big Brother, Alter. Komm zurück. Beschütz mich. Vor diesen bösen Kreaturen. Dann ist sogar was gelaufen, oder? Was war das denn?
Nö. 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 Wir gehen hier lang. Wir gehen hier lang. Hier finde ich es gerade angenehmer, lang zu gehen. Na, das ist wieder das mit dem, mit den Bildern. Ich werde zurückschieben. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Stop it, bitte. Wohin ich auch gehe, folgt es mir. Ich kann mich nicht befreien. Ein gestaltloser Schatten, mein Schatten. Er wandelt sich, verändert sich, genau wie ich. Danke schön, Wunderpitz. Vielen Dank. Ah, ein Polaroid. Nennt man das Polaroid? Das ist ja kein Polaroid. Polaroid sind die anderen Dinger, ne? Lachen. Oh, wird das eklig jetzt. Ich geh einfach durch. Hängt hier irgendwo noch ein Bild oder so? Ich habe ein Bild habe ich erst gefunden. Das macht mir Angst, dass er noch ganz lange geht hier. Wieder dieses was wir hatten. Es ist wieder dieses Ding, was wir hatten. Es ist quasi, ist das erste Level einfach nochmal? Ich geh erstmal da hinten in die Tür und ich glaube, ich muss da hinten zuerst rein. Viele Wege gerade. Siehst du, deswegen möchte ich da rein. Das ist das zweite Bild. Ist egal, wir haben's. Ja, wir haben es. Das ist genau wie beim ersten, also wie beim ersten, nicht genauso wie beim ersten Durchgang, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Und das, ich weiß, das sage ich jetzt gerade ganz oft, aber es fasziniert mich einfach gerade. Finde ich super gut gelöst.